Kurt Tucholsky danach Es wird nach einem Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Man sieht bloß noch in ihre Lippen den Helden seinen Schnurrbart stippen. Da hat se nu den Gentleman. Nun denn? Denn jen de beden brav ins Bett. näher naja, dis is ja auch jans nett. Ah, manchmal möcht man doch gern wissen, wat tun se, wenn sie sich nicht kissen. Die können ja doch nicht immer pennen. Na und denn? Denn säuselt im Kamin der Wind, denn kriegt det junge Paar ein Kind. Denn kocht sie Milch, die Milch loft über, denn macht er Krach, denn wehnt sie drüber. Denn wollen sich beide jänzlich trennen, und denn? Denn ist det Kind nicht Damm, denn bleiben die Beden doch zusammen, denn quälen sie sich noch manche Jahre. Er will noch wat mit blonde Haare, vorn doof und hinten minoren. Nur und denn? Denn sind sie alt. Der Sohn haut ab, der Olle macht nu auch bald schlapp. Vergessen Kuss und Schnurrbartzeit, ach Menschenskind, wie liegt det weit? Wie der noch scharf uff Muttern war, det is schon beinahe nicht mehr wahr. Der olle Mann denkt so zurück, wat hat er nu von seinen Jülk? Die war zum größten Teile verbrühte Milch und Langeweile. Und darum wird beim Happy End, im Film gewöhnlich abgeblendet.